Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Voxel Tycoon, einem Spiel, das vor 2 Jahren veröffentlicht wurde, mittlerweile gut Patches bekommen haben. Ich war richtiger Fan von diesem Spiel und ich möchte es euch mit diesem Let's Play ein bisschen vorstellen, ein bisschen erklären, ein bisschen Tipps und Tricks geben und ja, euch motivieren, das Spiel vielleicht auch ein bisschen zu spielen, zu kaufen. Es ist nicht teuer, 27 Euro habe ich bezahlt und jo, die Patches kommen, sind nicht so zahlreich, sind nicht so erweitert. Es gibt auch Mods, aber da habe ich jetzt gar nichts installiert und ich habe die UI ein bisschen größer gemacht, weil ich ein bisschen weit weg vom Bildschirm bin und deshalb nicht so gut alles lesen kann. Aber ja, das liegt auch an der Dicke von dem Ding, oder? Von den Buchstaben. So, wir haben in 2 Livestreams mal hier gemacht. Hier unten und hier oben. Und die Map ist recht schwer. Wir machen jetzt dieses Mal eine Map, die... So. nicht so bergig ist. Weil wir wollen ein bisschen im Let's Play ein bisschen schön bauen und die Städte groß haben und so. Ja. Ich finde, normal geht. Niedrig ist ja nicht so schön. Ich will ja schon Schneeberge. Ich hoffe, in normal gibt es Schneeberge und alles andere ist normal. So. Dann starten wir mal. Gibt einen kurzen Ladescreen natürlich zum Word generieren. Und wir tun direkt auch speichern. Kurz auf Pause machen, wenn nicht schon Pause ist. Und ich erkläre euch einfach mal kurz an einer ersten Strecke, was man so machen muss. Alles, auch das, was nicht im Tutorial steht. Ist ja klar, oder? Ich bin natürlich gerne euch am Helfen. Es gibt manchmal Probleme mit Staus. Also macht nicht zu viele Fahrzeuge auf einer Strecke. Forscht am besten und macht dann mit Zügen weiter. Das habe ich jetzt in der Bergen-Map vom Livestream jetzt noch nicht gemacht. Machen wir dort auch. Ja, das ist schon alles klar. Das ist gut. Das ist in der Wüste. Finde ich schön. Aber wir haben einfach keine Berge in der Wüste. Naja. Ich schaue noch kurz, ob es hier irgendwo Sand, Stein. Also hier gibt es Kupfer auch. Kupfer ist natürlich auch wichtig. Das wollte ich als drittes sagen. Sand ist hier. Genau. Das solltet ihr auch machen. Sand ist auch hier. Hier ist auch wieder Kupfer. Stein brauchen wir aber. Okay. Dann. Das ist Kohle. Ja. Holz. Da ist Stein. Also in dieser Nähe. Ich finde, die Städte sind viel besser auch gelegen. Und ja, Kohle haben wir wieder. Holz. Holz ist eigentlich am besten, oder? Wo ist denn Ding? Eisen? Da. Eisen ist am besten. Jo. Machen wir das. Jo. Speichern. Nicht vergessen. Let's play. Punkt 1. So. Cloud tue ich nicht gerne benutzen. Sagt mir mal in den Kommentaren am besten, wenn ihr Lust habt, ob ihr gerne Clouds benutzt oder selber speichert auf einer internen oder externen Festplatte. Aber ich finde, irgendwie Clouds könnten halt auch immer Probleme haben. Jetzt müssen wir schauen. Es ist nicht so schlimm, wenn ihr nicht so viele Sachen habt hier, die dunkleren Stellen. Macht so, dass ihr genügend Eisen Ding machen könnt. So zum Beispiel. Weil ihr braucht unbedingt mehrere Eisenerzraffinerien. Sage ich jetzt mal dazu. Es stimmt wahrscheinlich auch. So. Dann müsst ihr ein Terminal machen. Und das Terminal macht ihr immer so, dass es zum Eisenwerk eigentlich gerichtet ist und die Straße weg. Weil ihr müsst dann Lagerhäuser noch verbinden können. Und auch die Lieferbände. Und so könnt ihr das am besten. So, wir brauchen ein Güterterminal natürlich auch bei der Fabrik.
Das ist jetzt mal die Eisenschmelze wahrscheinlich. Sie erweitern sich nicht, denke ich mal. Also ich habe es jetzt noch nie gesehen, dass es irgendwie Ding. Also die Raffinerien, die können wir erweitern. Einfach Eisenraffinerie 2 und so. Aber das geht nicht. Ja. Einfach so gibt es wahrscheinlich einfach noch nicht. Jo. Und die Straßen am besten nicht so kurvenreich machen. Ich mache das jetzt so zum Beispiel. Dann muss ich hier nochmals kurz verbinden können. Geht das? Ja, dann muss ich das nochmal abreißen. Ja, das Straßenbauen ist ein bisschen komisch. Okay. Wieso habe ich jetzt dieses Mal so viele Probleme? Es will einfach nicht verbinden. Es will verdammt nochmal nicht verbinden. Ja, jetzt. Wow, danke schön. Ich mache gerne selber die Straßen in der Stadt manchmal. So. Also, das ist Straßenbau gewesen. Ist ein bisschen teuer am Anfang. Wir haben schon 162.000 ausgegeben. Jo. Dann haben wir hier auch noch kurz. Ich möchte das irgendwo im Grünen. Hier kann ich noch bauen. Also so auf einem Berg, ja nein, nicht auf einem, sieht halt schlecht aus, wenn man es drauf platziert. Mache ich doch das einfach hier schön, an einem dunklen Ort, mitten im Wald. Weil wir bekommen hier mehr Preise, also mehr Geld über. So, jetzt ist das Wichtige, ihr müsst natürlich ein Fahrzeug kaufen und das Wichtige ist, holt das Richtige. Es nervt einfach, wenn die Einblendung oben kommt. Oh, da macht kein Geld und so Sachen. Und hier gibt es diese Routen. Das hat niemand erklärt im Tutorial. Das müsst ihr selber herausfinden. Ihr habt die zwei Sachen gemacht. Macht am besten hier das Laden aus, weil dort ladet ihr nie was ein. Oder ja, wenn ihr weitermachen müsst, oder? Wenn ihr dann zum Beispiel aus Holzbrettern Möbel machen müsst. Oder aus Holz, Holzbretter im gleichen Fahrzeug macht und dann auch noch zu den Möbelfabrik bringt. Dann könnt ihr das wieder anstellen. So, und eben dann speichern alles und ich mache eigentlich immer Stadtnamen. Mache ich mal Neupunkt Holz. Ja, einfach Holz, ja, Bretter sind Bretter und Holz ist Holz, also Holzstämme. 1. So, dann haben wir eigentlich. Hä? Hey. Was hat sie jetzt nicht angenommen? Neuk Holz 1. Okay. Habe ich die falsche Taste gedrückt? Irgendwie, weiß ich nicht. Dann hier unten kopieren. Ja, nochmals kopieren. Nochmals kopieren. Nochmals kopieren. Ich mache meistens 5. Dann habt ihr einfach das Geld auch. Ja. Und dann legen wir los. Ich werde natürlich immer gerne schnell machen. Damit ihr nicht warten müsst im Let's Play. Und schauen. So. Die kommen raus, ihr seht's, die gehen halt schon dorthin, verteilen sich noch nicht so gut. Hat noch keinen. Kann es sein, dass man hier auch noch kurz einstellen muss, dieses Mal? Ja, irgendwie tut's nicht direkt, oder?
Eventuell ist einfach noch nichts produziert worden. Das wird auch immer. Nein. Das wird nicht Auto. Ja. Müssen wir einfach schauen, ob es geht ohne. Aber hier wird jetzt produziert. Also sollten die eigentlich jetzt auch einladen. Machen es aber nicht. Ist der A-Truck. Also irgendwas ist noch buggy oder so. Ich habe nicht den Brieftruck gemacht. Also wo liegt das Problem? Was ist Flügen? Kennt ihr eine Stadt oder Dorf, das war, wie es heißt in Deutschland? Bin natürlich aus der Schweiz. Ich kenne nicht viele Städte. Nein, ich kenne schon viele Städte in Deutschland. Moritzroff. Es ist verbunden. Und Eisenerz können laden. Ist auch. Ich habe das irgendwie falsch gemacht. Seht ihr das? Also irgendwie habe ich wegen Erzählen irgendwas falsch gemacht. Einfach vertauscht. Habe ich zuerst da gemacht? Okay. Macht, passiert mir sonst nie. Aber dankeschön, liebes Spiel, dass du mir das sofort erklärst. Hm? Bist ja sehr nett. Wir haben genügend Geld. Wir machen direkt Bus. Ah, das ist... Das ist ein anderes Map-Teil. Machen den Bus halt hier. So. Ja, jetzt kommt das Eisenerz auch an. So, und hier bei den Bushaltestellen macht bitte beide Linien. Also das heißt Terminus, doppelte Haltestelle. Weil ihr habt so schnell einfach viel zu viele Personen, die mitfahren wollen. Und die Städte bauen sich so mega zu, ja, dass das einfach nicht geht. Anders. Jo. Aber ihr werdet da schon recht schnell zurechtfinden. So, die Haltestellen natürlich. So machen, dass alle Häuser abgedeckt werden. Ihr braucht es einfach, sonst wachsen die Städte nicht. Ja. Und immer auf das Geld schauen. Das wird teuer. Häuser nicht abreißen. Und einfach schauen, dass ihr da drumherum baut. Das ist ein bisschen zu teuer am Anfang. Das ist blöde. Das ist echt blöde, dass es hier so direkt. Ja, genau. Ah, das Spiel hat einfach so viele Probleme noch mit dem richtigen Andocken von ja, Erhöhungen und so. Das ist so ziemlich der einzige richtige Kritikpunkt, außer den Staus, weil die Fahrzeuge nicht veränderbar sind. Also wenn sie irgendwo festhängen, dann bleiben sie festhängen. So, ich mache immer eine im Uhrzeigersinn und eine gegen den Uhrzeigersinn, damit ihr einfach auch seht und beide Richtungen auch befarbt werden. So. Nein, noch nicht. Also, ich mache Uhrzeigersinn. Und gegen Uhrzeigersinn und gegen ist einfach noch dazu. Weil ich tue da natürlich wissen, dass ich natürlich im Uhrzeigersinn einfach nichts schreibe. Oder? Ja. Und Straßenbahn gibt es ja nicht, denke ich mal.
weil es einfach noch nicht eingebaut wurde. Macht am besten Zuglinien, die direkt durch die Stadt gehen, später, wenn ihr dann mehr als genügend Geld habt. So. Personen. Neuig. Das Barden? Basel. Liegt an der deutschen-französischen Grenze. Bitte aber auch die Bushalte stellen. Nicht Basek. Basek. Was? Das kostet so viel? Ey. Jetzt muss ich überall. Das geht aber wenigstens kostenlos. Ei, die Entwickler sind böse mit den Finanzen. Okay, ich muss nur ein paar Ding wegmachen, RP. So, wenn doch schon eine Stadt, die schlecht heißt, okay. Ein bisschen zu viel Werbung ist. Doch, noch andere viel Werbung. Ja, ja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, Namen sind schwer in solchen Spielen. Transport Fever 2 bekommt ja am 9. März wieder ein Update über. Eine Deluxe Edition. Die wird wahrscheinlich hoffentlich nicht so viel kosten. Und die werde ich kaufen, obwohl ich die Sachen überhaupt nicht brauche. Zum wieder vorstellen. Und davon gibt es dann am 9. März natürlich auch direkt ein Let's Play dazu. Und einen neuen Szenario. Und danach auch die Kampagne. Gell? So. Jo. 17 Minuten. Gut, Geld verdienen wir. Wir machen jetzt einfach mal alle Materialien. Hier wird Holz verlangt. Und danach tun wir mal die Darlehen abzahlen. Hm? Gut. Da müssen wir auch das Richtige nehmen. Ja, wenn wir das drehen, dann geht das gut hier. Nein, ich lade einfach. Gut, Terminal muss man halt auch drehen. Basel akzeptiert jetzt weniger Holz. Das wollte ich ja machen. Komm, wir machen mal Pause. Ja. Wird halt ein bisschen teurer. Gut, machen wir weiter. Sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Aber okay. Also das kriegt man alles mit der Dauer raus, wie viel wir verdienen. Jetzt schauen wir mal, haben wir hier genügend Eisen? Das heißt, exzellent ist ein bisschen weniger. Also eventuell können die da noch eines zur Kohle machen, ein Fahrzeug. Ihr müsst aber immer wechseln. Wenn ein Fahrzeug Eisen produziert hat, transportiert hat, dann müsst ihr wechseln auf Kohle. Nicht vergessen. Jo. Waren wir kurz im Minus, habe ich gesehen. Es gibt immer natürlich diese Monatsabrechnung. Gute Stadt haben wir noch nicht gesehen. Also, ja, noch nicht so angeschaut. Auch, also das ist die Fabrik, also die Industriestadt. Genau, industriell. Das hier ist Werther ist Tourismus. Basel wird gemischt sein, ja. Und Neukirchen ist Tourismus. Ja. Man sieht es nicht so direkt. Also hier gemischt und Tourismus ist gleich noch. Nur, dass die Größe sind wahrscheinlich.
Wärter. Tourismus ist halt. Ist ziemlich gut, da sind nicht so die Fabriken. Es ist eine gute Map. Nachher so. Ja, sonst nichts. Haben wir jetzt genügend Geld? Das ist gerade doof, dass es nochmal so teuer ist. Und wir müssen halt immer schauen, dass wir doch nicht ins Minus kommen, sonst meckert das Spiel. Es ist vieles, hat ein bisschen nerviger. Ich habe ein paar Sachen auch ausgeschalten. Könnt ihr ausstellen. Was nervig ist. Ja. Es dauert noch ein bisschen, bis wir genügend Geld haben. 16. Und ja, die Fahrzeuge kosten natürlich auch noch. Seht ihr? Deswegen warte ich immer ein bisschen. Also wir wären jetzt wirklich mega ins Minus gekommen, wenn ich die Straße schon gekauft hätte. Ja, wir haben jetzt noch nicht so viele Sachen. Gut, aber Boote müssen noch gekauft werden, aber eigentlich mit Eisenerz sollte man schon genug verdienen können, wenn die Strecken nicht so lange sind. Ja, und deshalb mache ich aber immer zuerst die besseren Fahrzeuge bei der Forschung. Dafür müssen wir aber zuerst Eisenerz liefern. Also, machen wir die Forschung doch am besten hier irgendwo. Zum Beispiel im Krater drin. Nein, ist nicht so effizient. Wo ist am nächsten? Ist eigentlich alles so hier im Süden. Kohle brauchen wir nicht. Holz brauchen wir und Eisenerz. Doch, Kohle brauchen wir auch. Eisenerz. Ja, jetzt frage ich mich nur, wo die Kohle ist. Draco sucht. Draco findet ihn. Ist Kohle? Da ist Kohle. Okay, lieber rauszoomen. Ungefähr hier. Ungefähr bei Kohle. Gut. So, jetzt haben wir dann langsam genug Geld für einen Bus. Ja, es ist schon wieder runtergegangen. Nur durch die, Kosten sind wir jetzt schon wieder minus Geld gewesen. So, also ein zweiter Bus. Tourismus gibt mehr Geld. Tourismus ist irgendwie immer voll. Und also das Problem ist eigentlich, für Waren müsst ihr immer ein bisschen länger warten, dafür gibt es mehr Geld. Für Tourismus, ja, ist momentan immer noch nicht genügend Personen, die fahren. Aber die Städte wachsen ja auch schnell mit dem Tourismus. Es ist sehr wichtig, dass ihr viel Tourismus habt, dass ihr viele Fahrzeuge, am besten Züge. Die werden aber irgendwie manchmal auch nicht gut genutzt. Lieber die Fahrzeuge werden genutzt, also die Busse. Macht es am besten dann, wenn ihr wirklich sicher seid, die Städte sind groß genug und die Leute müssen nicht mit dem Bus fahren. Also keine Busstrecke nebenbei noch. Irgendwie sind Züge am Anfang noch nicht effizient genug und deshalb sind die Fahrzeuge nicht genug. Oder sie laden halt nicht lange genug ein. Das ist einfach bei meinem Test, wo ich gemacht habe, noch nicht richtig praktikabel gewesen. Hier sind sie groß, also ja, die sind größer hier. Ja. Also, ich muss Holz. Ja, aber bitte nicht so schnell, hä? Ach hopp, schneller mit dem Geld.
Also Darlehen abzahlen. Darlehen sind zu hoch. Also die Kosten sind schon recht gewaltig am Anfang. Ja, sonst jetzt hat es geschlossen. Ja, aber sie kommen bald wieder. Also wenn eine Firma geschlossen wird, das wird eigentlich am Anfang noch direkt wieder eine Ding bezahlt. Ja, sonst kommen wir halt kurz in den Minus. Es passiert jetzt auch nichts. Es passiert wirklich nichts. Aber ich muss jetzt unbedingt das machen, sonst wird es geschlossen. Oh, da muss ich ja auch noch. Ich mache immer falsch. Ja, gut, da wurden Sachen gebaut, die ich nicht wollte. Ach, Menno, was ist jetzt hier wieder mit. Ah, kann es aber nicht lösen. Ja, ich glaube, das geht nicht so gut. Die Stadt ist echt nicht gerade gut gebaut. Also, die KI baut wirklich schlecht. Ich kann nirgendwo irgendwas platzieren, ohne etwas abzureißen. Wer hat diese Hügel auch hier gemacht? Also hier ist es, denke ich mal, am günstigsten. Aber es ist sehr toll. Ich habe ja Max-Geschwindigkeit. Es geht nicht mehr als diese drei Striche. Ja gut, sonst tue ich nochmal ein bisschen Geld verdienen bis nächstes Mal. Ja. Ich denke, es geht noch. Also, jo. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ihr könnt auch jetzt abstellen, ich mache nur noch diese Ding hier, dieses Terminal und dann noch kurz die Strecke zu Ende und lasse das erste Fahrzeug los. Ja, und für die, die hier bleiben, ich bedanke mich nochmals ganz herzlich. Das Spiel ist eben nicht so extrem beliebt. Manche kritisieren einfach, dass der Entwickler zu wenig patcht. Aber das Spiel ist super. Ich liebe dieses Genre. Es ist wirklich mega geil. Sehr motivierend überhaupt, auch sehr viel machen zu können und wollen. Die Maps sind riesig. Und einfach das Spielsystem ist auch viel motivierender als in so allgemeinen Verkehrssimulationen. Also zum Beispiel bei Transport Evil 2 gefällt mir einfach nicht so, dass die Städte nicht so umfangreich verbesserbar sind. Man hat irgendwie das neue System einfach nicht genügend ausgebaut. Und das ist in diesem Spiel besser. Es gibt wirklich viele Fabriken in den Städten, die überhaupt auch in den Städten sind. Das ist ein bisschen realistischer. Und jo, man muss nicht so mega alles verteilen. Die Sachen, die spawnen halt auch dann wieder irgendwo anders. Das ist mit Transport Fever 2 einfach nicht der Fall. Man hat immer so das Problem, dass man. Ach bitte. Dass man so ein bisschen das Gefühl hat, Transport Fever 2 ist einfach nicht realistisch genug, nicht motivierend genug. Aber das kommt alles, es wird so geil. Es kommt eigentlich immer ein Frühlingsupdate, das sehr groß ist. Und das ist toll. Aber ja, ich hätte gerne mehr zum Spielen und weniger einfach so Farben und Controller-Support und so Sachen. Es ist einfach nicht motivierend genug, um jetzt immer wieder zu spielen. So, jetzt gehst du los. Dankeschön fürs Zusehen, Dankeschön fürs länger noch anschauen und Spaß mit anderen Sachen. Tut euch wirklich gut. Ich sehe viele Leute, die ein bisschen depressiv sind und einfach gar nichts machen. Und ja, tut euch motivieren. Habt Erfolg. Habt Spaß, okay? Viel Spaß und tschüss.